Sobald Baltazar von Haleb nach Konstantinopel gelangt, wurden 5000 auserlesene Janitscharen zur Besatzung von Baba Dagi befehligt. Und der Sultan sah sie vor dem Throntore von Adrianopel vor sich abziehen. Der Oberstkämmerer Mohammed, welcher 7 bis 8 Monate zu Bender als Überbringer des letzten Schreibens geweiht, kam mit einer großen Anzahl von Bittschriften der Grenzbewohner zurück, welche alle über die Friedensverletzungen der Russen klagten und um Krieg schrien. Auf seine Einflüsterung wurde der Khan der Krim, welcher ganz im Sinne Karls dem XII. Ebenso kriegerisch nach Konstantinopel einberufen, zur Audienz des Sultans feierlich eingeführt. Stellte er die Notwendigkeit des Krieges wider Russland vor, das mit allen Raja einverstanden, sich Rumelis zu bemächtigen drohe. Er wurde mit Zobelpelz über rotem Samt ausgeschlagen, mit Zobelkalpak, mit 2 Juwelen besetzten Reigern, gleichem Säbelköcher und einem mit Divansreitzeug und Schabrake ausgestatteten Pferde beschenkt. 10 Tage hernach hatte in dem Köschk des Sossa im Gegenwart des Sultans große Ratsversammlung der Veziere Ulema, der Generale, der Truppen der Hojikian des Divans Hodschagian des Divans, des Ältesten der Sekretäre und der Soldatenkammern statt, in welchem die Bittschriften der Grenze abgelesen wurden. Deren Inhalt hernach der des Manifestes. Die Klagen betrafen den Bau der Schlösser von Kaminska in der Entfernung von 12 Stunden von der von Osmaritschik am Einflusse der Osmara in den Dnieper, die Anlegung der Festung zu Dikhan an der Furt, die Überschreitung der moldauischen Grenze über die Flüsse Tamachik und Bog, die Besetzung von Stanilechi gegenüber von Yassin, die Aufhebung der Schweden am Bog und Tschernowitz in der Moldau und den jüngsten Einfall der Kamaluken des Tscherkessischen in die Krim. Die Unterjochung der Kosaken Potkal und Verberabsch, die Verlegung russischer Besatzung nach Kamaniak. Hierüber entschied der Mufti Paschmajizade, welcher gleich nach Alis von Chorli Sturze seine vorige Stelle erhalten hatte, durch Fetwa, dass der Krieg gesetzlich notwendig
und es wurden alsogleich die Befehle ausgefertigt, dass 30.000 Janitscharen, 10.000 JBG, 7.000 Kanoniere eingeschrieben und außer der segelfertigen kaiserlichen Flotte noch kleine Schiffe, welche das seichte Meer von Asso erfordert. Als Galioten, Fregattinen und Voliken herangeschafft werden sollen. Auf die Vorstellung des Khans der Krim, gegen welchem der seit einem Jahre zum Woiwoden der Moldau ernannte Nicolas Mauricadato, der Sohn Alleranders, es an schuldiger Aufmerksamkeit hatte ermangeln lassen, wurde er abgesetzt. Und das Fürstentum dem Demeter Kantemir verliehen. Der Khan der Krim kehrte zurück. Und der russische Gesandte Tolstoi ward in die sieben Türme geworfen. 2 Monate vorher hatten die sieben Türme einen anderen sonderbaren Staatsgefangenen empfangen, nämlich eine Mumie, was die Reichsgeschichtsschreiber mit vollem Rechte unter dem Titel einer seltsamen Begebenheit aufführt. Die Janitscharenwache außer dem Tore von Adrianopel hatte in der Nacht einen von einigen Franken begleiteten Wagen angehalten und darin eine Mumie gefunden. Die Franken sagten aus, diese Mumie sende der König von Frankreich dem König von Schweden und auf Befehl des Kaimakams vor der Ankunft Baltacis zu Konstantinopel wurde die Mumie versiegelt in die sieben Türme hinterlegt. Wären die Begleiter des Wagens Russen gewesen, hätte der Kaimakam die Mumie vielleicht auch als Götzenbild verbrennen lassen. Wie vor zwei Jahren, der Großwesir Ali von Chorli die Heiligenbilder, welche russische Kaufleute an Griechen verkauft hat. Als Idole verbrennen und die Kaufleute einsperren ließ, bis dass sie auf des Gesandten dringendes Begehren wieder losgegeben wurden, weil die Begleiter der Mumie aber Franzosen, mochte es der Kaimakam bloß für eine neue Narrheit Ferriols gehalten haben, welchen die Türken schon seit seiner Sehne bei der Audienz 10 Jahre lang für närrisch achteten, der aber jetzt wirklich im Dorfe Belgrad den Konstantinopel wahnsinnig ward. Karl der XII., dem man dies und zugleich erzählte, dass eine dort wohnende Holländerin aus Begeisterung für das Helden des Nordens als schwedischer Offizier verkleidet gern die Reise nach Bender gemacht hätte, sagte, dies Belgrad ist ein seltsamer
Ort, der Sultan hätte dort bald den Thron verloren. Als er bei der Wasserleitung während der Janitscharen zu Konstantinopel tummeltierten. Feriol hat dort den Verstand verloren und die holländische Dame sich nicht viel Ehre erworben. Berühmter als durch dieses Wort Karls dem XII. Ward Belgrad 10 Jahre später durch die geisterreichen Briefe Laden Montagues, die dort im Sommer wohnte, ein angenehmer Sommeraufenthalt vormals mehrerer europäischer Gesandten. Und noch heute wohlhabende Armenier und Franken sorgenfrei. Des Saleurs, der bisherige Abgesandte bei Rakoch, verwandte sich um einen Zufluchtsort für denselben im Osmanischen Reich. Feriol hinterließ außer des Ärgers der Audienzszene noch den üblen Ruf der heimlichen Aufhebung des armenischen Patriarchen Avedik. Um denselben von Frankreich zu verlangen, war voriges Jahr Ömer Aga nach Frankreich gesendet worden, aber ohne Erfolg zurückgekehrt. Feriols Bemühungen, die Pforte wieder den Kaiser zum Kriege zu hetzen und zur Unterstützung Kosakens zu bewegen, waren alle furchtlos abgelaufen. Und noch weniger war jetzt, da der russische Krieg vor der Hand einige Aufsicht für solchen Erfolg, als im vorigen Jahre die Gesandten Kosakens Michael Telefi, Kaski und Johann Popp vom Statthalter Temeschwar Hassan Pascha stattlich eingeleitet worden waren, profitierte der kaiserliche Resident Talman wieder deren Erscheinung und sie waren gezwungen, ihre Schreiben durch einen französischen Obristen einzusenden. Unterdessen bedienten zwei verkleidete Ungarn. Korokoschi erklärte, er habe sein Äußerstes getan und begehrte wie Çököli zum König von Oberungen erklärt zu werden. Widrigenfalls er bei Polen oder Schweden Hülse suchen müsse. Damals stimmte der Großvezier Ali von Köprülü, Ali von Çorlu, für die Sache der Rebellen, der Mufti aber dagegen. Jetzt war dem Großvezier mehr als je an dem Frieden mit Österreich gelegen. Er sandte daher einen seiner Aga, Seyfullah, mit einem Gefolge von 20 Personen und einem Schreiben an Eugen nach Wien, welches die Erhaltung des Friedens voraussetzte und versicherte, und unter der Hand sollte er, da die Hälfte der Zeit des Karlowitzer Friedens verstoßen, Anwurf zur Erneuerung desselben tun. Einen Monat vor dessen Ankunft zu Wien hatte Eugen durch ein Schreiben an den Großvezier die Vermittlung des kaiserlichen Hofes zur Abwendung des russischen Krieges angeboten. Und Talman erhielt die Weisung, bei der Pforte weder für noch gegen den König von Schweden zu sprechen, sondern einzustreuen, dass es ein gelinderes Mittel
den König in seine Staaten zurückzubringen, gäbe, als mittelst eines Heeres durch Polen, indem ihm der Weg durch die kaiserlichen Staaten offen stände, da Kaiser Josef an den Blattern gestorben, erhielt Thalmann und Beglaubigungsschreiben als Resident um die Thronbesteigung und das nächste Jahr um die Kaiserkrönung zu melden. Auf die Bitte des alten Mauro Redato und seines Sohnes des Fortendolmetsches, welchem, nachdem er Fürst der Moldau geworden, dessen Bruder Johann als Fortendolmetsch folgte, wurde des alten Mauro Cordato zwölfjähriger Enkel Gregor Cicca zu Wien geboren, von Kaiser Leopold aus der Taufe gehoben. Dessen Vater mit Alrender Mauro Cordatos Tochter vermählt war. Als jüngster Sprachknabe in kaiserlichen Dienst genommen. Trotz dieser vorteilhaften, die Geschäfte des kaiserlichen Ministers begünstigten Verhältnisse mit der Pforte und ihren Dolmetschen fanden die vermittelnden Worte desselben ebenso wenig Eingang als die der Botschafter Hollands und Englands, welche in feierlichen Audienzen zu diesem Zwecke erhaltene Schreiben des Generalstaaten und der Königin von England übergaben. Ein usbekischer Gesandter hatte gemeldet, dass der Herrscher Khorasems nach seines Bruders Tode den Thron ausschließlich besitze, was für die Pforte in den gegenwärtigen Umständen von weit minderem Interesse als die Gesandtschaft des Fürsten der Kalmuken Ayukahan, welche durch seinen Gesandten Pehlivan Kuli für die gute Aufnahme des letzten Mohammed Ghassali dankend die Pforte um Unterstützung zur Befremdung der Uschtoken und Karakirgisen von russischer Herrschaft bat. Der König von Schweden sandte neuerdings den General Mannersfeld, um die Pforte zu einem Manifeste wieder August, den König von Polen zu bewegen. Und da er dies durchaus nicht erhalten konnte, so erließ er selbst eines von Bänder aus Karls dem XII. Erster Freund und Anknüpfer seines Verhältnisses mit der Pforte, Yusuf Pascha, der nun bereits gegen 20 Jahre als Statthalter von Tschetschekow und Befehlshaber von Babadagi die Grenze so erfolgreich verteidigt, Bender im vollkommenen Verteidigungszustand hergestellt hatte,
wurde nun nach erklärtem Kriege aus persönlicher Feindschaft des Khans der Krim, welcher schon seit langem eifersüchtig auf dessen schwedische Geschäftsführung nicht nur abgesetzt, sondern auch mit Einziehung seiner Güter zu Kilburn eingekerkert. Gerechter war die Bestrafung des Beglerbegs von Mehrasch. Rufshavangoli, Khalil Pascha, welcher dem Befehle in den russischen Krieg zu ziehen keine Folge geleistet, auf unzugängliche Gebirge und den Beistand der Kurden seines Stammes Rufschwan, zählend in offenem Aufrufe aufgestanden, der Statthalter von Raqqa, der Wesir Yusuf Pascha der Krumme, bezwang ihn und sandte seinen Kopf an die Pforte ein. Auch der vorige Großwesir Kalinikow, der Statthalter von Kandia, ward endlich durch die wiederholten Klagen der christlichen Untertanen, die er auf alle Weise bedrückte, wieder unterdrückte, seine eitle Liebe zur Pracht und Luxus beherrschte, ihn so unwiderstehlich, dass er die Kirchen ihres Silbers beraubte und aus den Leuchtern und Rauchsässen Zaum und Steigbügel verfestigen ließ. Er wurde wieder nach Kos verwiesen und mit seiner Stelle der Wesir Yusuf, Befehlshaber von Babadagi, begnadigt. Wichtigere Änderung war an der Pforte, die der Stelle des Kaimakams, welche der Günstling Sidam für den Fall des Auszugs des Großwesirs auf kurze Zeit übernommen hatte, aber bald der Geschäfte satt, weil er Tag und Nacht mit Studieren beschäftigt. Derselben umso wehrlos zu sein wünschte, als der Großwesir nicht zugeben wollte, dass an der Pforte die Minister zurückblieben, welche wie herkömmlich mit dem Großwesir ausziehen und nur ihre Stellvertreter zu Konstantinopel zurücklassen. Darüber wäre es zwischen dem Großwesir und Günstling Sidam bald zu ernstlichen Händeln gekommen, und der Eidam getraute, sich nicht um seine Entlassung zu bitten, aus Furcht, den Sultan zu erzürnen. Er wandte sich daher an den Mufti. Dieser versprach ihm seine beste Verwendung unter der Bedingnis, dass er die Kaimakamstelle seinem Klienten, dem vormaligen Janitscherin Aga Mohammed Celebi, verschaffen wolle. Die Bedingung war eingegangen, der Mufti erhielt vom Sultan die Enthebung des Sidams von der Kaimakamschaft und dieser die Ernennung des Klienten des Muftis.